Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Minecraft Asia am Samstag nach meinem Hamburger Urlaub. Ich müsste jetzt wieder zu Hause sein, hoffentlich, aber ich bin immer noch in der Aufnahme vor dem Urlaub, damit hier noch weiter Völkchen kommen, kleine, aber feine. Und ja, wir wollten uns heute mal an die Brücke machen, die wir da vorne hinhaben wollen. Und ich habe ja gedacht, mit Chisel und Bits wird das bestimmt ein Riesenspaß und deswegen werden wir damit jetzt auch arbeiten. Ich habe keine Ahnung, wie es wird. Wir werden sehen. Aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. So, ne, wir müssen bloß ein bisschen Material zusammen sammeln. Heißt, ich brauche ein bisschen Fichtenholz noch. Also hier von ein paar Bretter. Das ist Schwarzeiche, ne? Ja, das hier brauche ich dann. Dann hole ich mir da jetzt mal. Ja, die 6 Blöcke reichen, glaube ich. Dann hole ich mir vielleicht noch helles Holz. Helles Holz. So. Dann hole ich mir noch, was kann ich mir denn, was brauche ich denn noch? Das hier brauche ich dann noch. Das kann ich nehmen. Da habe ich dann auch noch gleich Eichenholz dabei. Das kann ich vielleicht gleich auch mal hier noch so klein machen. So. Vielleicht baller ich dann einfach noch das hier rein, so. Was brauche ich noch? Kann man da mit Glas arbeiten? Nee, wir brauchen kein Glas. Okay, ich glaube, das könnte grob reichen. Wir werden sehen. Vielleicht fällt mir noch was ein. Wir gucken mal. Macht gerade irgendwie wieder voll Spaß hier ein bisschen. Oh, wir sind ja schon da. Macht gerade wieder ein bisschen Spaß hier rumzubasteln. Mag ich irgendwie. Also unsere Grundkonstruktion bleibt. Ne, das hier. Und dann können wir sagen, hey, ich baller hier jetzt mal das hier weg. Und dann können wir das gleich noch ein bisschen feiner gestalten. Pass auf. So, ich baller das jetzt mal weg. Und dann kann ich jetzt sagen, ich baller auch noch das Viertel hier weg. Dann haben wir eine wunderschöne Treppe. Man sieht das schon. Ich kann auch das hier noch wegballern. Dann ist das nicht ganz so hoch. Theoretisch kann ich das aber auch noch so machen. So. Ne, das ist too much. Wir wollen es dann doch nicht so. Aber so könnte man es theoretisch machen. So. Das könnte gehen. Aber sieht auch blöd aus, glaube ich. Ich lasse es mal so. Machen wir das hier auch noch ganz kurz. So. Ah, halt, stopp. Gut. Dann hole ich mir mal ganz kurz hier. Das haben wir. Das passt. Dann die halben Würfel würde ich dann hier hin packen. Kann ich die? Ne, kann ich nicht. Dann muss ich so machen. Jetzt wird es schon dunkel. Ich stelle mal das Bett kurz hier hin. Jetzt ist gar kein Bock drauf, dass es hier dunkel wird. Ich bin faul und laufe nicht zurück. Warte mal, was ist denn da? Ah, okay. Das sah gerade so aus, als würde das Glas irgendwie nicht dicht sein. Okay. Dann ballern wir das jetzt hier mal dicht. Das wird jetzt natürlich einen halben Spaß. Ja, so könnte man das durchaus aussehen lassen. Und dann packen wir hier unseren Steg rüber. Ich denke, die Höhe reicht auch völlig aus für die Brücke. Das auch leider nicht zeichnen in der Dicke. Das wäre natürlich um einiges einfacher. Ich fällt gerade auf, es sieht voll geil aus. Ich habe noch zwei neue Monitore gekauft, weil die waren für 99 Euro im Angebot. Und dann habe ich gedacht, jetzt musst du dir noch so als Belohnung fürs Zeugnis, kannst du dir das ja mal gönnen. Und das ist schon ganz schön geil, weil die halt so wenig Rand haben. Sieht nicht schlecht aus. Vor allem sind die Farben auch schöner.
ist schon ein Unterschied zu dem alten Bildschirm, also macht schon was her. Was wissen wir, das sind BenQ-Monitore. Die sind ja nie schlecht. Und für den Preis, da kann man nicht meckern. So. Haben wir das. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir da jetzt ein Geländer drüber machen. Was wir hier machen können, ist... ist die Frage, wie setze ich das am besten hin? Am besten so, ne? So und dann abbauen. Natürlich geht er jetzt kaputt. Ach komm. Noch einen neuen holen. Kacke. So eine Kacke. So. Ach komm, was soll der Geiz? Zwei neue Meißel. Na. So. Das packe ich weg. Ich glaube, das wird ganz schön geil aussehen. Ich bin mal gespannt. Weil eine einfache Brücke kann ja jeder bauen. Das ist ja langweilig. Das lasse ich mal stehen, vorsorglich. Dann nehme ich mal das hier zur Hand und nehme mir die ein Viertel großen zur Hand. Hier fehlt gerade noch... Oh, hier fliegt schon wieder eine Fliege rum. Also ich könnte schon ausrasten. So. Und dann muss eigentlich da so... Perfekt. Und dann können wir das hier ja so als, ne? Das ist doch ganz okay. Dann können wir da das Geländer draufsetzen. Ist jetzt nicht von schlechten Eltern. So. So. Kann man durchaus machen. Die Textur sieht ein bisschen komisch aus an der Seite, aber... Da kann man drüber hinwegsehen. Es sei denn, du protestierst dagegen in den Kommentaren, dann kann man da vielleicht was anderes machen. Ich bin ja immer offen für Vorschläge. Aber im Moment ist das, glaube ich, ganz okay. So, Musik. Da. Oh nee, Starbound. Das will ich jetzt nicht. Moment. So. Kann man das machen? Ja. Man könnte hier jetzt natürlich auch hochkant, also so hochkant Dinger hinsetzen. Das würde hier okay aussehen, aber hier dann glaube ich wieder nicht, weil dann die Textur anders da ist. Ich lasse das mal so. Da fehlt noch was. Plopp. Da haben wir es. Da haben wir es auch. Gut. Dann haben wir das. Jetzt würde ich gerne mit... Wie machen wir denn die Stelzen? Ich will da jetzt auch so einen Zaun draufsetzen. Oder so eine Art Zaun. Machen wir den hell? Den könnten wir hell machen. Wir könnten den Hand... Ja, wir machen den hell. Pass auf. Ich habe einen Plan. Einen Plan. Na, wer kennt's noch? Ich habe einen Plan. So. Brückenholz, Bretter. So. Na? Okay, Brückenholz. So. Da brauche ich ein einzelnes Bit. Und gucken wir mal, wie. Wo setzen wir denn das an? Ich baue das jetzt mal. Upsa. Nein. So, ich baue das jetzt mal da an. Das ist jetzt sehr futzelig. Aber ich verspreche, das wird gut aussehen. Wenn es dann mal fertig wird.
bräuchte man echt so einen, warte mal. Wo ist denn mein Zoom? Da, auf V. Aber da, selbst da passiert es, weil die Bewegung ein bisschen, warte mal, muss ich F9 drücken, ne? Ja, F9. Den kann ich so bauen. Wo ist die Frage? Upsa. Ich glaube so. So ist. Ja, so ist die Höhe okay. So ist die Höhe okay. Dann pass mal auf. Mach das hier mal weg. Ah, das ist jetzt kein ganzer Block, deswegen kann ich das nicht. Ah, ich kann es jetzt nicht kopieren, weil das kein ganzer Block ist. Das. Guck, hier unten ist jetzt ein Block gerade, siehst du das? Das hier ist jetzt ein Block. Und dann gibt es noch das da oben drauf. Ja, dann mache ich das halt von Hand. Jetzt baue ich aber erstmal die eine Seite. Das hier ist 1, 2, 3, 4 Platz. Dann baue ich das erstmal hier hin. 1, 2, 3, 4. Und dann kommt hier dazu hin. Ich kann auch... Warte mal, ich kann auch so machen. Wenn ich jetzt die gleiche Höhe finde, ich glaube, das ist die gleiche Höhe. Jo. Dann kann ich jetzt sagen, gemalte Region. Und dann kann ich sagen, von hier nach da. Ha! Ich bin so gut. Okay. Und dann kann ich sagen, mit dem Eichenholz, was wir hier jetzt noch haben, das ist jetzt ein bisschen dunkler. Da baller ich jetzt auch mal noch zwei in den Beutel, zwei Blöcke. Kann sein, dass wir vielleicht schon welche haben, aber... Warte mal. Das müssen wir jetzt weitermachen. Das können wir auch weitermachen. Das können wir auch weitermachen. Das können wir lassen. So, wo sind denn meine Eichenholz-Bits? So. Jetzt kann ich sagen, auch hier gemalte Region. Dann kann ich sagen, hoch. Geht das nicht? Doch, das geht aber so weit anscheinend nicht, oder? Oh. Ups. Das war dann doch ein bisschen ausufernd. Okay, anscheinend will er nicht. Das will er nicht. Okay, das ist ihm wahrscheinlich zu weit. Da muss ich nochmal so ein paar Pöller reinbauen. Wo sind denn meine Birkenholzdinger hier? So. So ist die Frage, wo? Wo? Wo könnte denn da... Zähl mal die Balken. Eins. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann ist hier die Mitte. Dann ist hier die Mitte. Was jetzt hier? Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann ist hier die Mitte. Pass auf. Dann markiere ich das mal ganz kurz. Dann müsste das hier sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, hier ist die Mitte. Passt perfekt. Ziehe ich jetzt das eine mal ganz kurz hoch. Okay, das reicht. Und dann wieder... gemalte Region. So. Das sieht irgendwie komisch aus. Aber stimmt anscheinend. Okay, dann... Ah, das ist von der Textur so. Okay, alles klar. Blöd, aber okay. Ich lege mich nochmal schlafen. Ihr seht, man kann sich sehr verkünsteln. So, ein Schluck trinken muss auch sein. Dann habe ich jetzt hier 9.
Dann kann ich jetzt ja sagen 1, 2, 3, 4. Dann ist hier die Mitte. Ungefähr. Das dürfte die Mitte sein, ja. Und wenn es um 1 falsch ist, ist doch auch scheißegal. So. Und dann schwupps. Schwupps. Das kann auch weg. Ja, jetzt passt's. Und dann 1, 2, 3, 4 und dann hier in der Mitte. So. Das kann weg und dann wieder von da nach da. Hier nach dort. Und dann kann ich da theoretisch jetzt das hier drüber ziehen. Dürfte jetzt gehen. Durchaus. Nee. Warte mal. Erstens mal ist das hier höher. Weg. Na, so. Jetzt passt's. Und dann mache ich nochmal ganz genau. Von da. Ach, da. Ja, jetzt. Von da. Ach, da. Ja, perfekt. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Das sieht super aus. Und jetzt muss ich noch hier eine Schräge hinbekommen, die einigermaßen gescheit aussieht. Da setze ich mal den Poller dazu. Ich mal hier hin. Muss dann noch die richtige Höhe rausfinden. Ich glaube so. Jo, so. So. Und dann mit dem Holz hier muss ich jetzt eine Verbindung nach unten bekommen. Erstmal das Caption drauf. Drüber und dann sich das Ganze irgendwie nach unten schlängeln. Ist jetzt hier halt die Frage. Wenn das so passt, fresse ich einen Besen. Okay, so. Ah, kann man so machen? Muss man aber nicht. Ja, geht schon. Geht schon klar. Dann packe ich das hier noch so zwei drüber. Das ist okay. Könnte noch eins nach vorne setzen. Oh. Ja. Das kann man so machen. Da wollen wir ja jetzt nicht päpstlich als der Papst sein. Moment, habe ich zwei Abstand. Wie viel habe ich hier? Auch zwei. Alles klar. Das muss ja auch richtig sein. Warte mal. Habe ich da die Mitte? Dann muss ich hier. Upsa. So. Dann. Ups. Hochdrücken. Und dann gut, haben wir das und dann kommt wieder das Käppchen drauf. Caption drauf. Dann
wieder zwei da raus. Und hier zwei raus. Und dann hoch mit den Tassen. Oder noch auf der anderen Seite das gleiche. Oh. Da rutscht man einmal aus. Aber ich finde, das lohnt sich schon mit der Mod. Da kann man einfach echt tolle Sachen mitmachen. Diese Brücke ist jetzt designtechnisch jetzt nicht das Wahre, aber wenn man will, geht da schon einiges. Und ich finde, das kann man durchaus so bringen. Von schlechten Eltern ist das jetzt nicht. Muss ich jetzt bloß irgendwie rausfinden, ob ich das kopieren kann oder ob ich es jetzt echt normal machen muss. Aber ich glaube, ich kann es irgendwie kopieren. Ich probiere es mal. Wenn ich mir da jetzt so ein Blueprint mache, jetzt das hier hinbaue. So. Nee. Nee. Das geht so einfach nicht, weil es halt gespiegelt ist. Dann kann ich, wenn, dann kann ich dann, glaube ich, so ein Mittelstück kopieren. Das würde gehen. Oh doch, das wird... Oh, warte mal, das geht, glaube ich. Ich kann... Pass auf. Ich kopiere jetzt die Seite hier. Und setze die einfach dahin. Ah, siehst du, das geht. Also ich kann das doch dann spiegelverkehrt kopieren. Muss dann einmal bloß halt immer gucken, wie. Also so. Bloß gucken, kann ich da einen Block hinsetzen? Ersetzen, hinsetzen, platzieren. Kann ich das hinsetzen? Hinsetzen, hinzufügen vielleicht. Wirklich ersetzen, hin einsetzen. Einsetzen ist es auch nicht. Dann muss doch die Möglichkeit bestehen, dass ich das jetzt dahin hinkriege, oder? Und ersetzen setzt das Ganze dann dahin. Ah, warte mal. Das heißt, wenn ich jetzt hier okay, das macht durchaus Sinn. Dann will ich da aber Cobblestone hinsetzen anstatt dem anderen Schmökes. Ich glaube, so funktioniert das dann, glaube ich, wenn ich jetzt jetzt einfach mal das hier kopiere. Ja. That is how it works mit Ö. Dann lösche ich das wieder. Das ist gut, dass das so einfach geht. Geht das so? Nee. Das muss da rein. Okay, ich muss dann immer schrittweise kopieren. Alles klar. Das ist natürlich ein bisschen belastend. Und da habe ich dann nur die Mitte. So. Okay. Wir kommen den ganzen näher.
Aber wir wollen es ja jetzt noch fertig machen. Jo. Und dann noch letztendlich das Stückchen hier. So, und den Rest kriege ich dann aber auch so hin. Da brauche ich jetzt die Birkenholzbretter. Das sind die hier. Huch. Das stimmt so aber nicht, oder? Ja. Was ist denn jetzt passiert? Ja Mensch, da ist was durcheinander geraten, du. Okay, das muss weg. Warte. So. Okay, es wird dunkel. Moment. Schlafen. Na komm. Na, wo ist meine Zoom-Taste da? So. Okay, ich glaube, so passt das wieder. Ja, so stimmt es wieder mit dem überein. So ein. Oh Mann. Wenn man sonst nichts im Leben zu tun hat, dann macht man halt sowas hier. Mein Gott. Ist doch schön. So, gleich wird ein Schuh draus. Jetzt passt die Seite wieder, da ist mir glaube ich einmal bloß was ausgerutscht. So und hier noch, das ist hier die Mitte gewesen. Jo, dann ist das hier einfach falsch. Das ziehe ich ab. So. Jo, ich habe das richtige Holz genommen, aber sieht gut aus. So. Bridge fast completed. Ich mach's jetzt einfach ganz gut so. Dam, 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 dam. So, und dann kommt da das finale Piece drauf. Ihn hier noch. Alter. Mich verarschen. Die letzten Meter hier so mürrisch sind. Jetzt, Edle. Also wenn das mal nicht eine schöne Brücke ist, dann weiß ich auch nicht. Es geht. Man kann vielleicht noch ein, zwei Verbesserungen dran vornehmen. Aber ich würde mal sagen, das ist fürs erste Mal gar nicht so scheiße. Dann würde ich sagen, war es das für die Aufnahme. Die ist jetzt doch ein bisschen länger geworden, aber ich wollte das fertig machen.
Und wir sehen uns dann morgen wieder bei einer neuen Aufnahme. Und ja, bis dann. Ciao.